O Menschheit, was hat dazu geführt, dass ihr enttäuscht wurdet? Den Glauben an die Größe Allahs verloren habt? Wie könnt ihr enttäuscht sein? Was kann diese Realität, die wir alle kennen, verändern? Der einzige Weg, Glückseligkeit zu erlangen, liegt in der Anbetung Allahs, in der Rückkehr zu Allah, indem wir Allah zu unserem höchsten Ziel machen. Uns allen ist das bekannt. Warum weichen wir dann ab von dem Weg Allahs? Wie kann es sein, dass uns diese Welt verführt und vom geraden Weg abbringt? O Menschheit, was hat dazu geführt, dass ihr enttäuscht wurdet von Allah? Ist es nicht an der Zeit, meine lieben Geschwister, dass unsere Herzen weich werden beim Gedenken Allahs, beim Lesen des Koran und wenn wir über Allah und seinen Propheten hören? Ist es nicht an der Zeit, dass sich unsere Herzen wieder Allah zuwenden und wir bessere Muslime werden? Meine lieben Geschwister, wie viele Khutbas braucht es noch? Wie viele Vorträge müssen wir uns noch anhören? Begreifen wir es denn nicht? Wenn ich mich jetzt nicht ändere, wenn du dich jetzt nicht änderst, dann ist es die List des Shaitans, damit du dich nie änderst. Es gibt keinen Morgen. Das Morgen kommt nie. An jedem neuen Tag gibt es einen Morgen. Aber eines Tages wird es für dich kein Morgen mehr geben. An diesem Tag gibt es kein Morgen. Für dich nicht und auch nicht für mich. Wenn wir weiterhin sagen, morgen beginne ich zu beten, morgen werde ich ein besserer Muslim, wird das Morgen niemals eintreffen. Meine lieben Geschwister, was benötigen wir, um uns zu überzeugen? Sehen wir denn nicht, was in der Umma passiert? Sind wir blind für die Realität der Ereignisse bei uns? Fällt euch nicht auf, dass die Mehrheit der Ereignisse in der Welt uns betrifft? Seht euch die Nachrichten. 80% der Ereignisse betreffen die Umma und das, was uns widerfällt. Ist uns jemals in den Sinn gekommen, warum das so ist? Sind wir denn nicht gläubig? Sind wir denn keine Abidun? Oder sind wir wahrhaftig gläubig und Allahs Diener? Allah sagt im Koran, dass die Ehre, Gloria und Macht immer Allah und seinen Propheten gebühren und den Gläubigen, den Mu'minun. Demzufolge kann es nicht sein, dass die wahrhaftigen Gläubigen erniedrigt werden. Es ist nicht möglich, meine lieben Geschwister, dass die Lage immer zu unseren Ungunsten ausfällt. Aus diesem Grund stimmt irgendwas nicht. Wir machen unsere Arbeit nicht richtig. Wir erreichen nicht die Stufe des Iman, die Allah von uns abverlangt. Aus diesem Grund erlangen wir auch nicht jene Stufe der Ehre und Gloria, die uns versprochen wurde. Wie können wir von Allah verlangen, dass er seinen Teil des Vertrages erfüllt, wenn wir unsere nicht erfüllen? Wie können wir Allah um Hilfe bitten, wenn wir die Hilfe nicht verdienen? Begreifen wir nicht, dass das ein Weckruf für uns ist? Was in der islamischen Umma geschieht, macht Allah unsere Pflicht. Allah sagt im Koran, welchen Vorteil hat Allah davon, dass er uns bestraft, wenn du an ihn glaubst und dankbar bist? Wenn, das ist ein Wenn der Bedingung. Welchen Vorteil hat Allah? Aber wenn du an ihn glaubst und Iman hast, in anderen Worten, wenn du keinen Iman hast oder undankbar bist, dann muss dir Allah die Realität zeigen. Meine lieben Geschwister, wir können uns den Luxus nicht leisten, ein sorgloses Leben zu führen. In Wirklichkeit haben wir nie diesen Luxus, egal welche Zeiten die Umma durchmacht. Aber insbesondere jetzt, insbesondere in diesen Zeiten können wir nicht egoistisch sein. Wir können nicht an unsere Dunya denken, an unser Geld, an unser Vermögen. Nein, vielmehr müssen wir an die Umma denken. Jeder Einzelne von uns ist verantwortlich. Jeder muss das möglich für diese tun. Es ist meine Pflicht und deine Pflicht, ein besserer Muslim zu sein. Und das ist der beste Weg, die Ehre wiederzubeleben, die diese Umma benötigt. Das ist der beste Weg, die Position zu erlangen, die uns Allah versprochen hat. O Muslime, reflektiert über diese Realität. Im Interesse eurer Familien und Freunde, im Interesse der islamischen Umma, im Interesse deiner Dunya und Akhira. Um Allahs Willen muss sich jeder Einzelne von uns ändern. Muss sich jeder von uns Ziele setzen, besser zu tun. Jetzt und nicht morgen. In diesem Augenblick, denn es gibt keinen Morgen.